Hallo und herzlich willkommen zu Money in the Bank, zum vorletzten Match. Randy Orton gegen Roman Reigns. Ja, ein Tag zu spät dieses Video. Heute, wenn ihr das Video seht, müsste Freitag sein. Eigentlich wollte ich es gestern hochladen. Liegt daran, dass ich krank bin, immer noch krank bin. Vielleicht sieht man es hier aus wie so eine Cracknote bei GTA. Meine Augen tun weh, meine Nase, mein Hals. Meine Nase ist... nicht so rot, sieht man nicht so. Ist auf jeden Fall nicht so toll. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hören wird, aber es ist auf jeden Fall nicht so toll, dass ich jetzt hier sage, ich mache einen Aufnehmen-Marathon, aber trotzdem versuche ich es jetzt sogar mit Facecam. Guckt euch diese zerwurstete Frisur hier an, sonst mache ich mir immer schön die Haare, habe ein Trikot an, jetzt habe ich einfach mein T-Shirt vom Penn noch an. Ich dachte mir, ich stehe jetzt einfach auf, mache ein Video und dann geht's ab. Wir haben jetzt 4 Uhr, wenn man frei hat, pennt man schon mal bis 4 Uhr. Die meisten von euch waren wahrscheinlich in der Schule. Ja, was können wir zu dem Match hier sagen? Randy Orton, unser WWE-Champion. Gegen Chris Jericho hat er den Titel gewonnen. Roman Reigns hat sich das Match verdient, aber Roman Reigns, wir erinnern uns, hat gegen Corey Graves verloren. Und ich denke, dass das Match hammergeil wird. WWE Championship-Titel. Und dann geht's jetzt los. Roman Reigns gegen Randy Orton. Hell yeah! WWE Titelmatch und dann kommen wir jetzt zum WWE Champion Randy Orton. Ja, die Viper bei WrestleMania schon im WWE Championship Match gestanden, da verloren gegen Jericho. Dann wieder bei Battleground verloren gegen Jericho und Kane. Dann gegen Jericho im Einzelmatch. Alle guten Dinge sind drei. Hat es geschafft und wurde WWE Champion. Sein erster Champion-Titel überhaupt im Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich sehe das ja immer übergreifend mit letztem Jahr und diesem Jahr. Ja, Randy Orton kommt zum Ring. Unser WWE Champion. Und dann kommen wir jetzt zum Number One Contender. Roman Reigns, meine Damen und Herren. Der Zerstörer von Age of the Fall, könnte man sagen. Da kommt er. The Big Dog. Ja, das Publikum feiert Roman Reigns, aber ich glaube, hier in diesem Match ist das Publikum relativ gespalten. Wir haben Randy Orton auf der einen Seite und Roman Reigns. Ich glaube, da könnte das Publikum 50-50 aufgeteilt sein, weil ich glaube einfach, die Leute, die Roman Reigns nicht mögen, die schließen sich einfach hier heute Randy Orton an. Einfach um dagegen chanten zu können. Let's go Roman Orton sucks. Oder halt andersrum. Let's go Orton Roman sucks. Keine Ahnung, aber die Sprechchöre, die sind fast vorprogrammiert. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Match. WWE Championship Match. Roman Reigns mit der Chance, WWE Champion zu sein. Bei Money in the Bank. Morgen, nee, nicht morgen. Moment, heute haben wir Freitag. Ja, morgen. Morgen vielleicht oder übermorgen, muss ich mal gucken. Eher übermorgen. Dann das Money in the Bank Match. Und dann kommen wir jetzt hier noch zur Ansage. Roman Reigns, der Herausforderer. Der Legend Killer Randy Orton. Mein Favorit in diesem Match, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich weiß nicht, wer hier gewinnen soll. Orton war in einer super Form, Roman Reigns war in einer super Form. Natürlich Roman Reigns mit der Niederlage gegen Corey Graves, deswegen bin ich mal gespannt. Zu dem Match ist ein ganz normales One-on-One-Match mit Disqualifikation, mit Countout, ganz normales Match halt. Und was ich noch sagen wollte, man muss ja mal zurückdenken an Armageddon. Da hat Randy Orton Roman Reigns unterstützt, als auf einmal er ja als erstes Mitglied vom Team Roman Reigns dann kam bei, ja, Armageddon. Bevor dann natürlich noch dieser andere geile Kerl kam, den ihr ja alle kennt. Ja, und da hat Randy Orton Roman Reigns unterstützt. Und das ist doch einfach nur hammergeil. Und jetzt kämpfen sie gegeneinander. Also besser hätte man es nicht machen können. Und hier kommt Randy Orton gerade direkt schon mit seinem DDT aus dem Seil. Wirklich, ich kann nicht sagen, wer hier gewinnen soll. Ich würde einfach mal sagen, ich tippe jetzt einfach mal, weil ich mich entscheiden muss, auf Randy Orton. Aber Samoan Drop von Roman Reigns. Das geht schon gut los, das Match hier.
Ist auf episch eingestellt, ganz normal, so wie ihr das wollt. Pay-Per-View-Matches sollen ja eigentlich länger sein, klappt irgendwie nicht immer. Aber Roman Reigns schlägt Orton zu Boden. Und was ich noch ankündigen wollte, ist schon mal ja, so eine kleine Sache bezüglich SummerSlam. Und zwar Bray Wyatt, gestern ist er ja nicht angetreten gegen Kane. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben wir schon das erste Match für SummerSlam, nämlich Bray Wyatt gegen Kane. Natürlich, ihr kennt meinen WWE-Universe-Modus-Stil. Es kann sich immer noch was ändern. Es wird sich noch was ändern. Und ja, das haben wir schon mal auf der einen Seite. Und Luke Bass hat sich geäußert, der ja wieder mal verteidigt hat, aufgrund von Batistas Hilfe. Luke Bass hat gesagt, was nun? Und deswegen wird er sich mit Ric Flair, er hat ja die Titelmatch-Forderung gestellt, wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit auf das WWE Tag Team Championship Match, ja, fokussieren, weil er will dieses Match, ja, hat er ja geschrieben. Und da gab es dann noch so Leute wie Kevin Young, Jack Steele, Raza, die ja alle gar nicht gut zu sprechen sind auf Age of the Fall. Und jetzt geht's schon los. So, so kann es gehen, da muss man einfach mal niesen. Headset fliegt sogar vom Kopf, ich kann nichts dafür, ich bin einfach krank. Was mache ich denn hier gerade mit meinen Haaren? Das sieht ja furchtbar aus. So vielleicht. Ja, ich habe gesagt, das kann eine komische Aufnahme werden, aber ich will unbedingt aufnehmen, weil ich will auch irgendwie im Zeitplan bleiben. Sprechen fällt einem dann auch direkt wieder viel schwerer. Wo war ich denn gerade? Bei welchem Thema? Achso, was kommt? Ja, genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich habe natürlich wieder Sachen geplant. Clothesline außerhalb des Rings von Roman Reigns. Ja, aber Clothesline von Orton. Klar, es geht hier um den WWE-Titel, den größten Titel überhaupt. Um die Fehde wurde jetzt zwar nicht so viel Hype gemacht, wie zum Beispiel Bray Wyatt und Kane, Jack Steele und Luke Bass, aber trotzdem, es ist ja immerhin der Hauptpreis in der WWE, so nenne ich es mal. Ja, Roman Reigns, der pusht sich da richtig hoch im Ring. Klar, der will hier heute Abend mit Gold nach Hause gehen. Stellt euch das mal vor. Letztes Jahr war er schon Tag Team Champion. War er Tag Team? Doch, ich glaube, er war Tag Team Champion. Letztes Jahr sogar, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Randy Orton sogar mal Teil von The Shield wurde, als gar nichts mehr ging und dann Randy Orton trotzdem noch verloren hat. Ich erinnere mich gut an diese Zeit. Vor TLC, glaube ich, war das. Survivor Series, da war das. Oh, schöner Uppercut von Orton. Und wir haben immer noch keine Signatures, beziehungsweise immer noch keinen Finishing Move gesehen. Kein AKO, kein Superman Punch, kein Spear, gar nichts. Aber glaubt mir, der wird schon kommen. Zumindest einer der Aktionen, weil man weiß ja nie, AKO, ob ein Roman Reigns da einfach rauskommt oder ein Spear, ob Randy Orton dann da rauskommt. Manchmal bleiben sie einfach liegen, manchmal pushen sie sich nochmal so hoch, dass sie da nochmal rauskommen. Ja, STO, Running STO von Roman Reigns. Und jetzt smasht er da immer mal wieder Randy Orton auf die Matte. Ja, was jetzt? Randy Orton muss jetzt aufpassen. Swinging Back Suplex von Roman Reigns. Und ich wollte nochmal drauf eingehen bezüglich Livestream. Ist jetzt natürlich mit Krankheit momentan nicht so geil. Ich hatte überlegt, vielleicht Samstagabend eins zu machen, wenn ihr das jetzt seht, also morgen Abend vielleicht. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dabei wärt. Ich würde mich natürlich freuen. Entweder FIFA-Turnier spontan oder vielleicht dann doch mal GTA 5, so wie ich es ja ursprünglich auch längst machen wollte. Mit allen, die mitmachen wollen, auf der PS3 und dann Missionen machen. Oder Rennen fahren, Scheiße bauen, ganz egal. Da hätte ich eigentlich mal richtig Bock drauf. Sonst machen wir gern FIFA-Turnier. So, es tut mir jetzt leid, ich muss schon wieder Boxenstopp machen. So, jetzt wieder hoffentlich für ein paar Minuten mehr mit freier Nase. Ihr seht, es ist echt anstrengend. Aber anders geht's halt nicht. Und ich will einfach das Video machen, weil ich will euch ja auch mit Money in the Bank beliefern. Ah, Roman Reigns hat Mission holt, aber direkt am Seil. Da müsste jetzt eigentlich Randy Orton rauskommen. Oh, Randy Orton, was ist mit dem los? Kommt er da raus oder war es das jetzt schon? Ne, das kann doch jetzt nicht schon das Ende gewesen sein. Guckt euch Randy Orton an, der muss doch nur den Arm ausstrecken, dann ist er schon im Seil.
Randy, hallo? Was ist mit Randy Orton los? Bewegt sich gar nicht mehr. Er muss doch nur ans Seil greifen. Mehr muss er doch nicht machen. Er ist direkt davor. Aber Randy, ich sehe die Augen nicht von Randy Orton. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob er vielleicht schon weggetreten ist. Bei diesem Submission Hold stelle ich mir auch schmerzhaft vor. Mit den Armen so am Kopf und dann das Knie im Rücken. Aber da geht Roman Reigns auf Nummer sicher. Lässt Randy Orton raus. Und Superman Punch! Der Superman Punch! Da scheint Randy Orton doch wirklich gerade eben ein bisschen, ja, K.O. gegangen zu sein. One, two! Aber Randy Orton kommt noch mit allerletzter Kraft raus. Ja, und dann kam der Superman-Punch. Ich hab's doch gesagt, der lässt jetzt hier nicht locker Roman Reigns. Aber Randy Orton muss sich jetzt zurückkämpfen. Ja, wir sind auf der Zielgeraden dieses Matches vielleicht. Superman-Punch und das Cover geht bis 2,5. Aber jetzt muss Randy Orton natürlich alles zeigen. Aber ich glaube wirklich, der Submission-Hold, der hat ihn kurz so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt Stomach Breaker von Randy Orton. Klar, der Legend Killer heißt nicht ohne Grund so. Wenn der AKO kommt, dann kann es eigentlich nur Gute Nacht Roman Reigns heißen. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Morgen Abend, also wenn ihr das Video seht, ist Freitag, also Samstagabend, Livestream. Spear! Da rede ich über einen Livestream und da kommt out of nowhere der Spear von Roman Reigns. One, two... Und wir haben einen neuen WWE-Champion in Form von Roman Reigns. Wir haben einen neuen Champion mit Rusev und einen neuen WWE-Champion mit Roman Reigns. Herzlichen Glückwunsch, Roman Reigns. Also war das gegen Corey Graves doch irgendwie nur, keine Ahnung, kurze Schwäche. Und jetzt kommt er hier mit dem Sieg im WWE Championship Match. Roman Reigns ist new WWE Champion. Der Spear mal wieder. Guckt euch Roman Reigns an. Wir haben einen neuen WWE Champion. Schon lustig, wenn man überlegt, dass ich überlegt hatte vor einem Monat bei Armageddon erst das Match Rusev gegen Roman Reigns zu machen. Und jetzt sind beide World Champion. Ich hoffe, das Match hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen anstrengend war mit meiner Stimme. Vielleicht bin ich ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich mich anhöre. Roman Reigns, ich kann es noch nicht glauben, neuer WWE Champion. Schon der dritte WWE Champion. Wie viele World Champions hatten wir denn schon? Auch schon drei, stimmt. Das ist natürlich der Hammer. Stark, einfach stark. Ich finde es stark, dass er jetzt hier WWE Champion geworden ist. Nochmal an alle, wenn ihr Bock habt auf Livestream, schreibt es mir jetzt sofort unter das Video. Dann Samstagabend, was weiß ich, 7 Uhr, 8 Uhr, Open End, einfach was zocken. FIFA-Turnier für die Leute, die am Wochenende Zeit haben. Vielleicht spielt man ein langes FIFA-Turnier von mir aus, vielleicht mal mit anderen Teams. Ich hätte Bock drauf. Oder einfach ein bisschen GTA eine Runde, irgendwie sowas. Battlefield 3 auf PC, Battlefield 4 auf PC, wohl das würde ich eher ungern streamen. Aber mal gucken. Also ich hätte Bock zu streamen am Wochenende. Ich weiß, ich bin jetzt noch ein bisschen erkältet, heute ist Donnerstag. Bis Freitag könnte ich aber wieder fit sein. Deswegen denke ich mal, das könnte klappen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir was in die Kommentare, auch zum Video. Mir hat es Spaß gemacht, bis dahin. Hell yeah.